Mir wurde auch schon was zugeschickt, weil wir ja, ihr wisst ja, unsere Community ist ja mittlerweile überall. Ups. Also, hä? Moment. Und deswegen kriege ich ja alles mit, inklusive wir kriegen alles mit. Das heißt, Cassius Clay denkt, er sagt irgendwas Schlaues. Oder ein Twingo schreibt zum Beispiel irgendwas in die Kommentare. Und das kriegen wir halt alle mit, was? Das ist halt so. Da hilft nichts. Das checken die Jungs wohl nicht. Ja, also. Wir können. Also. Erstens, zu dem, was Rico Vero sagt. Erstens, okay. Der soll seine Reaction machen. Ich habe nicht reingeschaut. Mir wurde lediglich, dieser Part zugeschickt, indem er mir sagt, dass ich seine nicht mehr auf seine VODs reagieren soll, sondern warten soll auf die Highlights. Okay. Den Ausschnitt können wir uns ja mal anschauen. Das ist ja, was ist denn das? Ich kann das. Wie kann ich denn das nicht anklicken? Und da soll der jetzt auch nicht rumheulen. Der Cancel Casius. Cancel Cashes. Ganz klarer Cancel Cashes. Will die Cancel Culture bekämpfen ist sie aber selber. Digga, das kannst du dir echt nicht ausdenken. Der Typ. So, egal. Schauen wir uns das mal an. Moment. Schauen wir uns das mal an, was mir zugeschickt wurde. Und es geht an dich, Cassius. Ich schau mir. Cassius, Cancel Cassius. So, dein neuer Name, Cancel Cassius. Ich schaue mir nur einen Mini-Teil an, okay? Heul nicht rum, bitte. Ich werde schon auf dein Highlight warten. So, aber ich habe da noch mehr zu sagen. Aber lass uns mal die paar Sekündchen anschauen und dann können wir drüber sprechen. Gib mir eine Sekunde, bitte, danke. Dieser, der kleine Cancel Caches. Da altert die Line ziemlich schlecht, finde ich. Wie war das noch? Ich bekämpfe die Cancel Culture. Will der mich einfach wegcanceln? Ich glaub's ja gar nicht. Digga, sorry, ich sag doch nur meine Meinung. Das ist total krass bei, bei diesen neuen. Bei diesen neuen, wie soll ich die nennen? Bei diesen neuen Konservativen, sage ich jetzt mal, da darf man gar nicht mehr seine Meinung sagen. Wenn man seine Meinung bei denen sagt, wird man direkt weggecancelt. Ich sag doch nur meine Meinung. Cancel Clay. Cassius Cancel Clay. So, wir schauen uns ein paar Sekündchen an. Cancel Clay. Hören wir uns erstmal deinen Vorwurf an. Und kurz. Ich habe kurz mal durchgesetzt. Ich habe ja, weißt du, Cassius, ich habe ja noch einen normalen Job. Und ich habe überhaupt nichts gegen Vollzeitstreamer wie dich. Bisher im Prinzip macht Jay ja nichts anderes. Nur Jay steht halt dazu und du halt nicht. Das ist der Unterschied vielleicht. Aber ja, das war ganz kurz. Ich öffne das hier mal. Gut, also dann schauen wir uns mal von Cassius Clay seine Ansage. So, ich habe, mir wurde schon gesagt, hey Costa.
Bro, pass auf, der will dich wegstriken. Der will dich wegstriken. Schau dir an, was er gesagt hat in seinem Stream. Und ich dachte mir so, okay, wieso will der mich eigentlich wegstriken? Wegcanceln. So, das sagt er auf jeden Fall dazu. Schauen wir uns das mal an. Boah, das ist sehr leise. Ich kann es nicht viel lauter machen. Sagt mal, ob ihr verstehen könnt, was der sagt. Dann darfst du drauf reacten, da passiert nichts. Aber bis dahin, lass mir bitte meinen Content als Original Content, bevor du eine Reaction machst. Ansonsten, habe ich jetzt vorher gesagt, werde ich da die MCMD kommen. So, let's go. Es gibt keine VODs. Die haben das quasi mitgeschnitten und dann hochgeladen, bevor ich selber hochladen konnte. Das finde ich nicht korrekt. Ich denke, da seid ihr bei mir. Ich habe nicht gestrikt, ich kündige jetzt an, ich werde es machen, wenn das nochmal passiert. Reserviert, perfekt. Auf YouTube. Gibst du dann auf YouTube? Wenn ich auf einem Date bin mit einem netten Mädchen, Alter, dann, dann bezahle ich die Getränke. Hab dann hoffentlich eine sehr schöne Nacht. Super. Sofern die Dame damit auch konform ist, natürlich. Ich finde, das ist okay, Moment, ich muss es mir nochmal anhören. So, ich gehe nochmal an den Anfang. Leise, aber man hört es. Okay, also, ich muss es mir nochmal anhören. Bitte alle mal konzentrieren. Hochgeladen haben und jemand schneidet gerade mit. Dann darfst du drauf reacten, dann passiert nichts. Aber bis dahin, lass mir bitte meinen Content als Original Content, bevor du eine Reaction machst. Ansonsten, habe ich jetzt vorher gesagt, werde ich da in die MCMD kommen. So, let's go. Okay, krass. Okay, jetzt habe ich es ganz gehört. Also, ich wiederhole, was Cassius mir androht. Cassius droht Cassius droht mir, wenn ich weiterhin auf seine VODs reagiere, will er mich striken. Mit diesen DMCA-Dingsbums, wie das heißt. Und was machst du denn die ganze Zeit, Cancel Caches? Der hat doch auch auf meine VODs reagiert. Was soll das eigentlich? Was ist eigentlich die Logik dahinter? Das ist voll witzig. Das ist irgendwie bei den allen so. Also. Das ist so paradox, oder? Wenn ihr drüber nachdenkt. Diese Typen, inklusive Cassius, Twingo, Kuchen, Marvin California, das sind ja so krasse Meinungsmacher, die auch irgendwie, wie soll ich sagen, die sagen einfach mal so, wie es ist, die sprechen es einfach mal aus, weil in Deutschland darf man ja gar nichts mehr sagen. Cassius will auch einfach mal ein Deutschland-Trikot anziehen, wenn er Lust drauf hat. Und der will auch einfach mal ganz viel lügen. Das mag der Cassius. Das mögen die anderen aber auch. Das haben wir ja erkannt. Das ist ja so ein generelles Ding bei den neuen Konservativen, / bei den neuen Rechten, dass man einfach ganz viel lügt. Irgendwie. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Cassius rechts ist oder Marvin rechts ist. Aber ich will sagen, das rechte Lügen um Marvin und Cassius halt auch. So, versteht man, oder? So. Gehen wir weiter. Also, das ist das Erste. Also, wir halten fest, Cancel Cassius, Marvin Schwalifornia und Konsorten, das haben wir schon, das habe ich jetzt mehrfach bewiesen. In meinem Stream, aber auch im J-Stream, die lügen. Cassius Clay lügt mit Fakten und Aussagen. Marvin California lügt generell. Das ist Teil seines Contents von Marvin California, einfach zu lügen. Gut, er behauptet halt einfach Dinge, die stimmen könnten, aber nicht unbedingt stimmen müssen. Im Prinzip
Genauso auch über Jay gab es ja auch viele Dinge. Er macht sich auch lustig. Ist ja auch eine sportliche Auseinandersetzung. Ich tatsächlich finde, dass Cancel Cashes sogar noch, in meinen Augen, sogar noch fast schlimmer ist. Ich habe ja auch, muss ich dazu sagen, ein persönliches Ding mit ihm am Laufen. Aber ich finde, Cashes ist schon ein krasser Lügner. Also er ist schon sehr krass im Lügen. Schaut euch doch bitte alle meine letzten Highlights an. Dann kann ich da ruhig nochmal zeigen. So, Rico Vero sagt. Weil sie keine Fakten nennen. Tobi, Tyler. Sie nennen es Fakten. Sie sagen, dass es Fakten sind. Ich habe die ja aufgedeckt. Tobi. Schau dir doch mein Highlight an. Dass sie mehr verkauft haben als Jay, ist ja das Wichtigste. Lüge. Das war ja immer das Ding. Wir sind viel erfolgreicher als Jesus. Ha, der hat ja nur einmal 13 CDs verkauft bei Genesis. Lüge. Und ich hab's aufgedeckt. Cassius hat sogar indirekt geholfen. Er wusste es nur nicht, weil er dachte nicht, dass Jay so viel verkauft hat. Das ist nur ein Teil. Soll ich jetzt mein ganzes Highlight wiederholen? Tobi, dann schau dir einfach meinen Highlight an. Da, wo ich unten im Keller da spreche. Das letzte, wann kam es? Am Wochenende, glaube ich. Da kannst du dir alle Lügen anschauen von den Jungs. So. Rico, dass er die Einnahmen von YouTube. Ja, ist doch klar, aber der hat doch auch auf meine VODs reagiert. Der hat sogar angefangen. Konnte doch gar nicht abwarten, als ich das erste Mal. Schau mal, Leute. Alter, echt, muss ich euch alles erklären. Der Cassius hat dieses ganze Ding angefangen, nachdem ich einfach auf ihren komischen Diss-Track reagiert habe. Ich habe mir da den Arsch abgelacht. Mehr habe ich nicht gemacht, okay? Weil dieser Jesus-Diss-Track. Die Jungs können den auch ruhig so nennen, weil es das Einzige ist, was es ist. Ansonsten interessiert sich kein Schwanz für diesen Song. Ich bin ja gestorben, als ich diesen Song gehört habe, weil der ja so miserabel ist. Weil Incredible wie Incredible. Tisch wie Tisch. Oder jetzt meine Lieblingsline momentan ist, wie geht die nochmal? Komm, wir machen den Song nochmal rein. Also ich kann mir den Song nicht reinziehen. Nicht so. Moment. Moment mal kurz. Hier, ich will die erste Line kurz von Cassius Clay reinmachen. Sie ja Sonne, natürlich sind die am Lügen. Und ihr könnt mir da sagen, was ihr wollt. Ist mir auch egal, was ihr denkt. Ob wir hier auch ein paar Leute von Caches drin haben, das kann sicherlich sein. Und ihr könnt es auch denken. Die Wahrheit ist aber leider, Leute, die Wahrheit ist, so, die Wahrheit ist, dass die lügen. Ja, Alana, ich zeig dir gleich meine Lieblingsline. Wie heißt der Song nochmal? Bisschen schwierig. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist mein absoluter Lieblingssong. Ich höre den rauf und runter. Don Getone. So. Also, ich wiederhole. Ich wiederhole. Cassius Clay. Der als erstes auf mein VOD reagiert hat,
und generell auch immer auf meine VODs reagiert hat, beschwert sich, dass ich auf seine VODs reagiert habe. Warum? Weil seine VODs privat sind oder nur für seine Abonnenten und dementsprechend natürlich einer von uns das Ganze mitgeschnitten hat, beziehungsweise mir wurde der Mitschnitt zugeschickt und darauf habe ich reagiert. Der einzige Unterschied ist, dass meine VODs öffentlich sind für alle und seine nicht. Okay, und wo ist der Unterschied? Sind doch beides VODs. Ich kann doch meine VODs für dich auch unsichtbar machen. Oder ich mach's halt nicht. So. Das heißt aber, was machst du, anstatt einfach zu sagen, hey Costa, wäre ja kein Problem. Hey Costa, reagier bitte. Warte doch bitte auf meine Highlights, das wäre nice. Ich schwöre, das würde mir reichen, damit ich nur auf seine VODs reagiere. Was sagt er? Genauso wie davor hat er doch auch schon gemacht. Er droht mit diesem DMCA-Dingsbums hier. Mit einem Strike. Er droht mir direkt. Digga, hä? So, er droht mir, mich direkt wegzustriken, wenn ich es nicht so mache, wie er es gerne hätte. Und natürlich weiß ich, dass man damit Geld verdient. Highlights, dies, das. Ist ja okay. Ist ja in Ordnung. So, aber hören wir uns das mal an. So, wo ist es? Also er droht mir mit YMCA, genau. So, er droht mir, mich wegzustriken. Er droht mir, Moment. Und die Cancel Culture zittert. Ja, ja, ist alles nicht so. Hä? Hä? Nochmal? Und die Cancel Culture zittert. Ja, ja, ist alles nicht so leicht. Doch wenn dies Body Shaming triggert, ja, ja. Hä? Und die Cancel Culture zittert. Also zitterst du? Weil das habe ich echt verstanden. Ihr seid die Cancel Culture. Du bist Cancel Cashes. Ich, weder Jay noch ich, findet mir einmal, dass wir überhaupt jemanden gedroht haben mit einem Strike oder irgendwas. Zeigt mir das. Zeigt mir, wo Jay oder ich jemals irgendwo gesagt haben, dass wir jemanden drohen, die zu striken. Zeigt mir, dass wir das irgendwann gesagt haben. The Big Lebowski, verstehst du echt nicht den Unter... Natürlich verstehe ich das. Digga, glaubt ihr, ich bin dumm oder was? Ich bin doch gar nicht... Oh mein Gott. Natürlich weiß ich, was das bedeutet. Aber wieso droht der mir? Wieso sagt er nicht einfach, Costa, warte bitte meine Highlights ab? Nein, er muss mir wieder direkt drohen. So wie seine anderen Homies. Das ist doch eine Masche von diesen ganzen Typen. Schaut mal, hier die Deutschen. Wir werden uns niemals bei der Cancel Culture entschuldigen. Fick die Cancel Culture. Dies fuck. Scheiß Cancel Culture. Jay kritisiert, er kriegt Post von deren Anwalt. Digga, wie peinlich seid ihr alle. Wie peinlich seid ihr. Ihr seid so lächerlich alle. Nein, Alana, er sagt doch meinen Namen. Er sagt doch meinen Namen. Hochgeladen haben und jemand schneidet gerade mit. Dann darfst du drauf reacten, dann passiert nichts, aber bis dahin lass mir bitte meinen Content als Original. So. Du, er spricht von mir. Ist doch logisch. Ich höre es leider extrem leise, nochmal. Darfst du drauf reacten, dann passiert nichts, aber bis dahin lass mir bitte meinen Content als Original Content, bevor du eine Reaction machst. Ansonsten, habe ich jetzt vorher gesagt, werde ich da jetzt hier nicht.
So. Ey, Alana, du bist wahrscheinlich ja hier von Cancel Caches. Ist ja okay. Ich habe nichts gegen dich. Schau mal, ich glaube, ihr versteht nicht, warum ich sauer werde. Und zwar, weil mir ständig gedroht wird. Okay? Und Jay auch. Und das Einzige, was wir machen, ist reagieren, loben oder kritisieren. Ganz einfach. Und was machen die? Und Alana, bei allem Respekt, du bist sicher ein ganz netter Mensch. So. Sorry. Hast du dir die letzte Reaction von ihm und seinem Homie angeschaut, wo die anfangen, das Ganze eskalieren zu lassen auf Next Level? Hab ich da irgendwas gemacht, wo ich als HS bezeichnet werde? Hab ich da irgendwas gemacht? Nee. So, und dann, und direkt bei denen, wenn denen was nicht passt, Anwalt oder YMCA-Klage. Das regt mich auf. Ich habe gerade erst wieder eingeschaltet. Lass mir bitte meinen Content, Original-Content. Es ist das übliche Embargo. Ja, natürlich ist es das übliche. Ja, das erkläre ich doch gerade, Mann. Ah, oh Gott, ich schwöre, es ist so lächerlich. Wisst ihr, warum ich das alles so lächerlich finde, und warum es mich auch sauer macht, weil es mich generell ankotzt. Und damit meine ich jetzt nicht nur Caches, aber diese ganzen Pisser da draußen, die austeilen, die sagen, man kann gar nicht mehr das sagen, was man denkt. Es gibt keine Meinungsfreiheit mehr. Der Meinungskorridor, der ist richtig eng in Deutschland. In Deutschland wird man direkt als Nazi bezeichnet. Die scheiß Cancel Culture. Wenn man irgendwas Falsches sagt, wird man direkt weggecancelt. Und kritisiert man nur einmal diese Leute, wird man direkt weggecancelt. Weggecancelt des Grauens. Ich sag nur, die Deutschen, Jesus. Anwaltsbrief. Mehr darf ich noch nicht mal dazu sagen. So, aber richtig. Richtig Ding. Also die Deutschen, Cancel Deutschen. Cassius Clay, sag mir einfach, reagier bitte auf, warte, Costa, warte bitte auf meine Highlights, dann kannst du drauf reagieren, würde ich sagen. Cassius, kein Problem. Mach ich. Ich warte ab, gar kein Problem. So, was macht er? Reagier oder ich strike dich. Ganz einfach. Cancel Caches, Alana. Fertig aus. Und ob Twizzy eingesteckt hat, juckt mich nicht. Keine Ahnung. Was hab ich denn damit hab ich was damit zu tun? In Stuttgart sind jeden Tag Schlägereien. Muss ich mich um jeden kümmern oder was? Es juckt mich nicht, ob der kassiert hat. Was hab ich denn mit dem zu tun? Und was hab ich mit dieser Schlägerei zu tun? Warum wird mir das immer gesagt? Und warum wird es überhaupt Jay immer gesagt? Was sollen die Scheiße? Was haben wir damit zu tun? Und was hat auch Roos damit zu tun? Immer dieses Lächerliche. Ich schwöre, ich kann es nicht mehr hören. Der Twizzy macht noch Dokumentation darüber langsam. Twingo, ein Tag nach diesem schlimmen Angriff, Interview, Podcast bei Bushido. Danach 3 Monate Interviewmarathon. So schlecht ging es ihm. Okay, Alana, das als nur austeilen und einstecken können, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Sorry. Das ist ja nicht freiwillig einstecken. Das ist einstecken und danach Hollywood-Dokumentation mit Netflix-Kooperation darüber zu machen. Und Jay und mir und Roos die ganze Zeit
zu sagen, verklagen zu wollen, dass die einen Auftrag gemacht haben oder irgend so einen Scheiß. Und vor allem, was hat ich damit zu tun? Verdammt nochmal. Digga, das ist so lächerlich. Und Cassius Clay auch. Bro, du bist so peinlich. Was drohst du mir? Davor drohst du mir mit deinem Straßenhomie. Das ist mein Spielwiese. Das ist mein Spielplatz. Droht er mir mit seiner Spielwiese? Dicker, wer bist du überhaupt? Lass mich in Ruhe, ich kenn dich nicht. Kommt da irgend so ein Toni? Alter, keine Ahnung, wer du bist. Interessiert mich auch nicht. Ich habe mit dir nichts zu tun. Ich habe auch noch nie was gegen dich gesagt. Aber er droht mir. Komm auf meine Spielwiese. Welche Spielwiese, Bro? Wir machen hier Twitch. Ticker. Ja, und dann hat das nicht gezogen. Dann hat das nicht gezogen. Weil irgendwie ich... weiß ich nicht, keine Angst habe, und jetzt geht er dann den rechtlichen Weg, so muss man ja so sagen. Dieses von Cassius, jetzt von so Androhung, Spielwiese, dies, das, jetzt geht er, das hat bei mir nicht gezogen, jetzt geht er auf hier Dings, rechtlich. Bro, reagier doch einfach auf meine Argumente, fertig, aus. Wieso musst du immer so links, rechts gehen? Wieso? Schreib ihm oder geht in einen Talk. Er soll mir doch schreiben. Er soll mir doch schreiben. Alana, ich habe nicht zugelassen, dass in meinem Stream jemand Cassius, HS und noch die ganzen anderen Ausdrücke zu ihm sagen. Das lassen meine Mods hier nicht zu. In meinem Chat gibt's sowas nicht. Alana. Und erst recht nicht ausgesprochen. Was soll ich den anrufen? Juckt mich nicht. Ich reagiere auf das, was er sagt. Okay, Redbone, Snippy, dann schönen Abend. Also, Tobi will es mir nochmal erklären. Costa, ich verstehe... So, und ich lese deinen Satz und ich kann jetzt schon drauf reagieren, aber ich bin mal so fair und lese mal vor, was du sagst. Costa, ich verstehe, dass du frustriert wirst, aber ich möchte es dennoch nochmal versuchen. Cassius hat kein Problem damit, dass du auf seinen Content reagierst. Er möchte lediglich, dass du wartest, deine Reaction auf YouTube hochzuladen. Ja, das weiß ich. Damit wer keine Klicks verliert. Klingt doch fair. So. Tobi, ich weiß, aber Nummer 1 hat er auch auf meine VODs reagiert. Er weiß, dass ich Highlights bringe. Wieso hat er nicht gewartet? Ich habe aber nichts gesagt. Ist doch meine Schuld, da muss ich früher die Highlights bringen. Sonst reagiert er auf die VODs. Ist doch verständlich, weil meine online sind. So, öffentlich online. Seine nicht. Ja, aber ich bin ja hier mittlerweile mit meinen ganzen Leuten hier. Wir sind eine Community und die supportet sich gegenseitig. Und natürlich schneiden meine Leute hier mit. Ist halt so, das ist halt auf Twitch so. Tu nicht so, als würde das nicht die ganze Zeit passieren. So, du hast halt einfach nicht sehr schnell dein Highlight gebracht, so wie bei mir. Deswegen habe ich darauf reagiert. So, aber du hast auf meine VODs reagiert. Fertig, aus. So. Zweite Sache. Tobi, so wie du es mir sagst, so hätte er mir das doch auch sagen können.
Aber was macht er? Er droht mir direkt. Er droht mir direkt, dass er mich striken will. Was heißt denn striken? Dass ich dir, er weiß ja nicht, wie viele Strikes oder wie das bei mir aussieht, der könnte ja theoretisch mich für eine Zeit wegcanceln. Das ist ihm aber scheißegal. Er droht mir damit. Er droht mir also damit, mich zu canceln. Und jetzt sage ich euch mal, warum ich da so sensibel bin. Tobi und an alle anderen. So, ich erkläre mal warum. Weil seitdem Jay und vor allem Jay und ich offen unsere Meinung äußern zu diesen ganzen Leuten, inklusive auch, ich check grad gar nicht, das, okay, geil, weiter geht's. Also, ich sag euch jetzt mal, warum ich so gereizt bin bei diesem Thema. Bruce Lee hier, ich bin gerade in einem Hotelzimmer in Berlin. Also, ich bin gereizt, weil seitdem und Jay und ich vor allem aber Jay offen kritisiert und ihr kennt Jay, das ist das Einzige, was er macht. Es ist reines Kritisieren. Es ist weder beleidigen noch irgendwie verleumden oder irgendwas. Es ist reines Kritisieren, was Jay macht. Wisst ihr, wie viel Anwaltspost wir haben bei uns von den sogenannten. In Deutschland darf man gar nichts mehr sagen. Der Meinungskorridor, der ist eng geworden. Also wenn man hier mal das sagt, was man denkt, dann wird man direkt weggecancelt von diesen linksgrünen, verwaukten, versifften Arschgeigen. So. Von diesen Leuten, wisst ihr, wie viel Anwaltspost wir haben? Genau von denen, die Cancel Culture bekämpfen wollen. Diese ganzen Fotzen, das sind, ich glaub's nicht. Ihr checkt dieses Ausmaß gar nicht. Ihr checkt es gar nicht, wie viel das tatsächlich ist. Und das ist kein Spaß irgendwie. Die hauen es so richtig raus, die wollen richtig wegcanceln. Diese Großen, und ich nenne jetzt hier auch keine Namen, ich sag euch nur, diese Großen, die so einen machen auf, und da könnt ihr, und schaut euch einfach nur an, was so in den letzten Wochen und Monaten Thema war. Diese ganzen Großen, natürlich AfD-nah, kann mir jeder den Arsch lecken, die sind alle AfD-nah. Und manche auch mit super schönen rechten Aussagen, aber vor allem eben immer mit dieser Aussage, man darf ja gar nichts mehr sagen in Deutschland. Diese scheiß Cancel Culture. Von diesen Typen haben wir regelmäßig Post bei uns. So, und jetzt kommt der nächste kommt und droht mir, mich wegzustriken. Anstatt mir einfach was zu sagen. So. Es ist so dumm, Leute. Es ist so dumm. Es ist so fake einfach alles. So, jetzt kann ich mal auf eure Kommentare eingehen. Aus seiner Sicht, sagt Chambuster Rhymes, hast du wohl das Tempo vorgegeben. Er hat dich aber darum gebeten, ihm Zeit zu geben. Er hat nicht einfach nur plump gedroht. Er hätte sich auch sicher sein können, dass die Bitte allein genügt. Ja, natürlich. Ich lese gerade nochmal. Ja, Mann. Leute, ich weiß doch, mich regt es doch nur auf, dass direkt gedroht wird. Und Jam, ich weiß nicht, ob wir uns da beide gleich, ob wir das gleich sehen oder nicht. Wenn er die reine Bitte ausgesprochen hätte, ihr kennt mich doch, Leute, ich bin doch ein fairer Typ.
Die sind einfach nur fake. Sorry. So. Kommen wir zum nächsten Fake. Wie war das nochmal bei Caches? Wie war das nochmal? Bei denen gibt's keine Beleidigungen, oder? Bei denen gibt's keine Beleidigungen im Chat. Soll ich es vorlesen, was Twingo da sagt, oder? So schlecht, dass euer Krüppelfreund versucht hat, unseren Song per Gericht runternehmen zu lassen, haha. Krüppelfreund. Twingo. Boah, Alter, ich bin gerade eh schon gereizt. Twingo schreibt in den Kommentaren über Roos Krüppelfreund. Krüppel. Was wollt ihr mir erzählen über moralische Vorstellungen bei Twingo? Wenn er jemanden Krüppel nennt, der sein Leben lang Operationen durchmachen musste. Und sein Leben lang eine schwere Krankheit hat. Sorry, nach diesem Kommentar ist mir dieser Twingo moralisch gesehen nichts mehr wert. Was soll der mir denn sagen? Hier, guckt's euch nochmal an. Das ist Twingo. Leute, das ist Twingo. So schlecht, dass euer Krüppelfreund versucht hat, unseren Song per Gericht runternehmen zu lassen. Euer Krüppelfreund. Während er ja auch Digga. Ich schwöre, ich das geht in meinen Kopf nicht rein. Wie widersprüchlich diese Menschen sind. Wie widersprüchlich. Und wie ekelhaft. Wie ekelhaft. Ich kenne Roos auch schon mega lange. Und weiß, wie das war, auch, also von seinen Erzählungen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was der da auch durchgemacht hat als kleiner Junge. Das haben viele andere auch erlebt, ja. Damit schön, Twingo, so sprichst du also über Menschen, die so ein Schicksal erlebt haben. Digga, das ist echt. Komm mir nie wieder. Ich werde auch hier an Cancel Caches. Ich werde nie wieder es irgendwie hinnehmen, wenn du mir irgendwas Moralisches über Twingo erzählen möchtest. Nach dieser ganzen Scheiße, die er abzieht. Das ist doch nicht das Einzige. Das ist gerade mal der Bär, die Eisspitze. Boah, mich regt das gerade übertrieben auf. Ja, Cassius hat auch gesagt, dass das nicht geht. Ja, na und? Es geht gerade nicht mal um Caches, es geht um Twingo. Ja, aber wenn mein bester Freund sowas sagt, dann. Digga, echt.
Ja, sorry, Ralf, mich regt es einfach auf. Ich hatte da einfach gar keinen Bock mehr. Wisst ihr, das ist so. Wie soll ich euch das erklären? Das regt einfach auf, weil das so verlogen ist. Einfach. Das ist so krank verlogen. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, langsam bei den Twingo, ich sag's euch, ich glaube dem gar nichts mehr. Ich glaube dem gar nichts mehr. Rico, weil die es wieder aufmachen? Frag die doch. Hab ich's aufgemacht? Ich hab doch seit diesem Video nie wieder irgendwas gemacht. Alana, ich lieb's, wenn mein Kopf rot wird. Ich lieb das. Dann sehe ich noch besser aus. So, also, Twingo ist mit seinen gesamten Aktionen, ihr wisst ja auch noch nicht mal alles. Ihr wisst ja noch nicht mal alles. Nee, Rico, jetzt gerade gehe ich einfach nur auf Twingo ab. Caches habe ich gesagt, das Thema ist für mich jetzt erstmal durch. Ich habe gesagt, diese Drohung ist peinlich, aber die passt. Aber gut. Werde ich jetzt auf jeden Fall abwarten, bis er sein Highlight hochlädt. Ist fair, machen wir so. Und dann reagiere ich drauf. Da gibt es dann mehr zu meiner Meinung zu Caches. Jetzt gerade ging es einfach nur um Twingo. So, aber trotzdem auch mal nicht vergessen, dass Twingo mich sehr clever auch HS genannt hat. Okay? Wisst ihr ja. Man kann immer über Ecken so und so machen. Aber die Wahrheit ist ja. Und Cassius hat das auch so zugelassen. So, fertig aus. Er meinte, ich erinnere mich noch, er meinte so, also ich würde es jetzt nicht sagen, aber ich gebe Twingo die Fläche hier auszusprechen, was er denkt. So, aussprechen, was man denkt, ist was anderes als beleidigen, oder? Oder sehe ich es falsch? So. Redbone sagt, find's wild, dass Twizzy so hart in die Opferrolle von Rassismus setzt, wenn er als Angriff nehmen kann, siehe Jay und Tanzi, aber die sonst zu allem schweigen oder selbst so reinscheißen, die verstehen gar nicht, welchen Bärendienst die allen nicht weißen Deutschen leisten. Ja, ist so. Definitiv so. Ja, also diese Typen sind für mich durch, ganz ehrlich. Ich werde mir natürlich anschauen. Ich werde mir aber auf jeden Fall nicht mehr diesen schlimmen Song anhören. Ich bin mir auch sicher, dass Alana den Song auch richtig beschissen findet. Das aber so aus Freundschaft halt einfach nicht sagt. Aber der Song ist halt leider wirklich sehr schlecht. Ist wirklich ein sehr schlechter Rap-Song. Ich werde nur auf ihre Aussagen eingehen, nachdem sie mir ja gedroht haben wegen Spielwiese, du weißt, Spielwiese, Spielplatz, Kinderspielplatz unten, rechts, links auf Straße, links, links, rechts. Jetzt kam dann die Drohung und jetzt schauen wir uns mal an, wie der Cancel Caches reagiert. Ey, ich finde, Alana hat voll den guten Joke geschrieben. Dass sie den Song richtig mag. Okay, wir wissen beide, dass du lügst, Alana, aber ist okay.
Du bist ja auch Teil der Community, ist in Ordnung. Mia fragt, gibt es denn irgendwas, was du dir konkret wünschen würdest, Costa? Ich würde mir einfach einen argumentativen Austausch wünschen, der mal ruhig lustig sein kann, härter, aber einfach ohne diese Dinger, die jedes Mal von Cancel Caches kamen, inklusive Spielwiese, inklusive YMCA-Klage. Redbone, du sagst es. Betonen, dass das ist ja alles sportlich, aber dann halt drohen. Ich habe da meinen Senf zugegeben, ich habe mir das angeschaut, ich habe euch auch gezeigt, was er gesagt hat, um euch zu informieren. Und wenn er will, soll er mich wegstriken, dafür, dass ich jetzt auf 40 Sekunden von seiner Aussage reagiert habe. Dann mach's halt. Wenn das deine Art ist, dann mach's halt. Aber bei diesen anderen Reaction, auf meine Reaction, warte ich gerne auf das Highlight. Keine Frage, mache ich. So.